Glorian Excelsis Deo, schön, dass ich euch sehe. Gelobt sei der Herr vor allem in der Höhe. Ich grüße euch alle im närrischen Haus. Wir kommen seit vors Jahr aus dem Feiern überhaupt nicht mehr raus. Stets eine neue Gelegenheit ergibt sich. Der Kardinal wird 75 und bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben wir mit Gottes Hilfe Platz 3 geschafft. Wie schrieb der Prophet in die Schriften hinein? Die Dritten werden bald die Ersten sein. So freuen wir uns mit Spanien, wie es Christenpflicht. Hauptsache Italien ist es nicht. Und was habe ich in Vorsjahr an Fasenacht zu Mainz 05 von hier aus gesagt? Es kommt der Herr auf Tarauf alle Fälle. Da krabbelt Mainz auf Platz 1 der Liga-Tabelle. Der Herr ließ sie 7-mal in Folge siege. Soll einer noch sagen, die katholische Kirche wird lüge, weil sie immer 3 Punkte da kriegten. War erwickt es, wehe den Besiegten. Doch sie lieben die Nächstenliebe. Man soll immer dran denken. Und taten Bayern München 3 Punkte auch schenken. Die Mainzer nehmen's lässig vehement. Wie ihr es im Buche Hiob lesen könnt, in jenem Vers dem Frommen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gegen Bayern München mal zu verlieren, wir können's ertragen, wir haben sie so oft vernichtend geschlagen. Also, Herr Präsident, das. Jetzt macht aber langsam, bis die Hemme kommen. Warte doch mal ab. Das so kleine Gläser, oben allein sind die Wirtschafter. Also, ob er Messdiener zu werden, habe ich noch niemals bereut. Wir werden von der Mutter Kirche hervorragend betreut. Wir haben im Ordinariat unseren eigenen Doktor, ja? Der Pater Penicillitius im Priesterseminar hockte. Letzt kam ich zu ihm, sagte, gestatten, Obermessdiener Schmidt, ich soll mich wiegen lassen. Seht ihr, um Gottes Willen nicht, die Ware ist neu, ich kenne ihre Probleme. Sie sollte in der Fastenzeit endlich abnehmen, wenn sie Wullewatz im Dom vorm Kardinal hergehe. Die kleinen Japaner kennen schon gar nicht mehr. Sehe, ich kenne zwar ihren alten Satz, dick ist schick, und Schönheit braucht Platz, aber 11 Kilo nehmen sie ab, das schadet ihnen gar nichts. Sie machen nicht schlapp, sag ich, Herr Doktor, wenn ich 11 Kilo abnehme, Sie sind mir ein Held, das ist genauso, als wenn am Panzer das Nummernschild abfällt. Sic transit gloria mundi, was sehr viel Wahrheit enthält, heißt ja auf Deutsch, so vergeht der Ruhm dieser Welt. Das Unterschicht Fernsehen im Private, man kann es nicht verstehen. So viel Dummheit auf einem Bildschirm hat noch niemals gesehen. Ob Dschungelcamp oder Talkshow abstrakt, dort diskutieren die Zahnlose, wenn ich mich ausziehe, bin ich nackt. Nur noch Lifestyle, nichts schaffe, Shampoos und Titsche. Und die Kinder nehmen sich ein Beispiel an all den Flitsche, gedobte Spattler dann Vorbilder sind. Nach dem Motto, wer am besten bescheißt, am Ende gewinnt, samt Prinz Frederik von Anhalt mit all seinem Hackmack. Und der Silvio Berlusconi, dieser notgeile Babsack, da rufe ich auf, o Herr, behüt unsere Kinder und tu ihrem Leben gute Menschen als Beispiele geben und schick sie uns schnell unser Heiland und König. So leid wie Loggi Schmidt hatte Deutschland zu wenig. Schenk Politikern Weitsicht, sonst kriege ich was an mich und bewahr die Schwaben vor Unheil und Stuttgart 21. Ich kontrolliere auch die Pfarrei, ich werde es nicht vergessen. Vor 2 Wochen war es draußen im tiefsten Reuhesse, hat gegenüber vom Pfarrhaus, ich hätte es nicht gedacht, ja wirklich eine Table Dance Bar aufgemacht. Die Pfarrersköchin auf 190, oh wehe,
hat mit mir am Tag der Eröffnung auf der Lauer gelegen. Sie kauerte hinter der Vorhangschnur auf Beute wie der Tiger von Eschnapur. Als erstes kam der Ortsbürgermeister Wasseplamage. Sehen Sie, wie bei euch in Mainz, scheinheiliges kommunales Bagage. Bei den Stange tanzenden Weiber sind sie immer dabei. Aber sonntags mit dem frömmsten Gesicht, vorne in der S3, die Nacht war hell. Der Vollmond strahlte klar. Ich traute meinen Augen nicht, was ich nun sah. Und ruf, ein eichner Kaplan geht eben auch noch neu. Sehen Sie, die arme Mädchen, da wäre doch ganz gestorben sein. Bei all. Hör, mein Glas ist leer. Du kippst in den Himmel, mein Kind. Du kippst in den Himmel. Bei all diesem Schönen, man eins nicht vergisst, wo strahlendes Licht auch dunkler Schatten ist. Dass man hierzu etwas sagt, ist Tradition der Mainzer Fasenacht. Wie heißt es in der Heiligen Schrift doch gleich? Lasse die Kindlein zu mir kommen, denn ihre ist das Himmelreich. Doch du des gewisse Subjekte als Ausrede tauche, um sich in Gewänder zu hülle und Kinder zu missbrauche. Als ich im Kindergarten war, ich muss es einmal sagen, die Schwester Daniela aus Finde ist eine herzensgut Frau, die hätte uns kleine wie ihr Löwemutter verteidigt. Auch sie und ihr Ornat hat man damit beleidigt. Stade in Fide, stehe fest im Glauben, wie ich es so sehe. Das ist der Wahlspruch des Kardinals, aktueller denn je. Denn wer Kinder missbraucht, den setzt mir Schachmatt. Der ist nicht therapierbar, weil er ein Dachschaden hat. Drum in heiligem Zorn rufe ich's heute hier aus. Sperr die Kerl endlich weg, lasst sie niemals mehr raus. Ein Pflichttermin macht mir immer Probleme, tut mir der Herr Kardinal die Beichte abnehmen. Ihr seht, Bub, du bringst mich noch um. Jeden Abend schleichst du dich ins Weinhaus Blum. Dort trinkst du sauergespritzte 18 Dippsche, Hausmacher waschte Brote, Spundekäse, Rippsche. Auf die Dauer kann das nicht taugen. In der Frühmess letzt hast du schon ganz rote Augen. Sag ich, Eminenz, ich kann sie im Beichtstuhl hervorragend sehen. Aber der Solz ist so dick, ich kann nichts verstehen. Obwohl ich wirklich sehr aufmerksam gelauscht, da hat er drauf bestanden, wir haben die Plätze getauscht. Sag, guck mal da, wen sehe ich dann? Da kommt hier unseren Kardinal Lehmann. Sie solle sich doch schonen, doch sie schaffe bis spät. Was macht dann eigentlich ihre Diät? Dreimal die Woche ein Häufele von dem guten schwäbischen Schäufele. Zur Kaffeezeit Konditor bringes, eine Tarteschachtel vom Kaffee Dinges. Zum Dämmerschoppe Gewürztraminer. Ich bin halt ein sehr aufmerksamer Obermestiner. Ach, sagt er, mein Bruder, was hast du so recht? Hier draußen versteht mir wirklich alles sehr schlecht. Zum Haare schneiden gehe ich zum Peter Ahrens ja nur. Ja. Der ist im 05er-Vorstand, der macht die beste Tonsur. Doch kaum hockst du beim Ahrens am Tisch, der fängt aus der Babbele frei und frisch, steht ja schon im Brief an die Epheser. Gott, der Herr, weiß alles, dein Friseur weiß es besser. Wir fahren mit dem Pilgerzug nach Rom, tat ich zum Sare. Ach, sagt er, schlimm, die nehmen die älteste Ware. In der Audienzhall vom Vatikan, du hast ganz hinne stehe. Der heilige Vater ist überhaupt nicht zu sehen. Doch wie mir es rückwärts sagst, Peter, was
alles so schön. Wöfklikode, modernste ICE, direkt in der Vatikanbahnhof sind wir neu. Bei der Audienz vorne ich in der ersten Reihe. Der heilige Vater ist kumme und wie er mich sieht. Und der Andreas kommt zu mir gerufen, ich hab vor ihm gekniet. Er legt mir die Hand auf den Kopf und sagte: Eine Frage bitte, mein armer Bub, behörden dir die Haare geschnitten? So manche Leute, ich fahre aus der Haut, sind mit den Riten der Mutterkirche überhaupt nicht vertraut. Da musste immer das wissen, die meisten andauernd Aufklärungsarbeiten leisten. Wenn der Kardinal Lehmann freudig Gaudium Magnum seht, heißt es nicht, dass er jetzt zum Sektempfang geht. Die Erde wird nur noch 5 Milliarden Jahre bestehen. Wo wird Johannes, heißt es, dann hingehen? Auch erhob sich die Frage eben, warum die Frauen immer länger wie wir Männer leben. Die Zeit, die sie zum Rückwärts-Einpacken brauchen, die Lieben, bekommen sie vom Heiland wieder gut geschrieben. Schau ich immer hin, dass am Zugweg die Kneipe geschlossen sind. Ich sage dann wohl selbst, das kann doch nicht sein. Am Ende ziehe ich die Fahnenträger im Biergarten ein. Bei der Kontrolle am Winterhafen habe ich gesehen, wie ein Jogger dort Wasser aus dem Reu trinkt. Ich kann es nicht verstehen. Sag, hör auf, du kriegst Durchfall, du bist ein Idiot. Und dein Ärsche wird wie beim Pavian rot. Sagt er, an was für einen primitiven Kleriker bin ich hier denn geraten? Verwenden Sie hochdeutsche Vokale? Ich komme aus Wiesbaden. Ach, sag ich, Sie kommen aus Wiesbaden und haben Stil. Trinken Sie große Schlucke, es ist angenehm kühl. Ich mache mich jetzt auf meinen langen Weg nach Hause und trinkt noch einen Schoppen beim Schaschen wie der Olm in der Domherrn Klause. Anschließend gehe ich auch noch nicht heim, sondern zur Edelgarten, zum Heinz ins Fußballerheim. Und ihr denkt immer dran, ihr kommt leichter in den Himmel hinein. Werdet ihr heute Abend noch Mitglied im Mainzer Dombauverein. Und dankt dem Herrn auf jeden Fall für unseren Kardinal, unseren lieben Bischof Karl, dass er mal Papst wird, habe ich immer gefleht. Aber mittlerweile habe ich mir's anders überlegt. Dann müsste ich schon mit nach Rom und das bringt mich um. Ich komme ja nie mehr ins Weinhaus Blum. Und im Sommer schwitze ich noch mehr wie Heid, es ist doch kein Kram. O Herr, in deiner Güte, weißt du was, mehr bleibe daheim. Doch an seinem Geburtstag am 16. Mai, es gibt Wegquatsch und Woi, kommt er alle vorbei. Dann machen wir ein Fass auf ohne Frach. Das Motto lautet dann an jenem Tag: Guter Wein in Maßen genossen ist Altgeschicht, der schadet auch in rauen Mengen nicht. Dann sagt jede katholische Frau und auch jeder Mann: Es war ein unvergesslicher Geburtstag, an den sich keiner mehr erinnern kann. Mir juble 2 Tage lang, das ist ungeheuer. Dann beginnt in der Kurfass Arena die Einweihungsfeier. Bei unseren 05er ist doch klar, das war Sache. Halleluja! Attention.
Und er kann saufen wie früher die Mönche. Ich stelle ihn gerne vor, Andreas Schmidt. Hello! Andreas Schmidt, ich habe vorhin gesagt, du schwebst herein. Nein, du tänzelst herein. Hervorragend. Andreas, ich habe gemerkt, du hast in deinem Vortrag drei ganz wichtige Themen. Weinhausblumen, Bischof Lehmann, Mainz 05. Stimmt das? Wunderbar. Ja, ja. Deshalb passt auch an dieser Stelle, begrüße ich den Präsidenten von Mainz 05, Harald Strutz. Guten Abend, Harald. Wir verabschieden Andreas Schmidt, unseren Oberbestdiener, mit einem dankbaren Dreifach-Donnerden. Helau! 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 Und wir sehen uns im Weinhaus Blum. Ja, auf jeden Fall.